So, neuer Weizen, neuer Roggen, es wird gebacken. Na, das passiert noch alles, ne, was ich jetzt sage. Das weiß ich noch nicht genau. Das müssen wir dann sehen, wenn es soweit ist. Wir müssen jetzt auch erstmal dann gucken, wie wir das so von dem Ablauf her ganz einfach auf die Reihe kriegen. Ich denke, das machen wir ganz spontan und die Leute werden das schon lieben, so wie es ist. Und wenn nicht, haben sie halt einfach Pech gehabt. Genau. Du bist der Regisseur, du gibst dir eine Meinung. Ja. Ja gut, wir backen heute Brot. Wir backen Brot. Ich habe also Roggen und Weizen besorgt. Und das gibt ein Vollkornbrot mit den typischen und gängigen Getreidesorten Roggen und Weizen, jeweils 50%. Ja, Roggen, Weizen, Mischbrot. Man könnte das auch mit Dinkel backen oder mit Gerste. Getreidesorten gibt es eine ganze Menge. Das spielt keine große Rolle. Gut, aber wir nehmen Weizenroggen. Okay. Heute machen wir jetzt den Vorteig und morgen geht es dann richtig los, ne? Okay, genau so ist es. Ja, dazu brauchen wir zunächst erstmal die Küchenmaschine. Und da stehe ich im Augenblick gerade davor, sehe ich das richtig? Dann sollte ich vielleicht ein Stück zurückgehen. Die hat also einen Teil, wo ein Mahlwerk mit dabei ist. Und da brauchen wir jetzt erstmal ein Messbecher Roggen und ein Messbecher Weiß. Bei dem Roggen fange ich mal an. Da gucke ich noch mal ein bisschen durch, weil im Roggen können sogenannte Mutterkörner drin sein, die giftig sind. Das ist so eine Pilzkrankheit. Die findet man manchmal, das sind dann verlängerte Körner. Ist aber alles beste Ware. Ah, wunderbar. Bioland. Und logischer Anbau. So, jetzt machen wir das auf eine relativ feine Einstellung. Kann man das ganz gut fein mahlen. Wenn man das gröber hat auf 4, 5 oder 6, dann ist es also angeschrotet, aber wir wollen ja nahezu Mehlform haben, deswegen gehen wir hier auf eine ziemlich kleine Einstellung. Jetzt wird es ein bisschen lauter. Okay. Jetzt stelle ich mal an. Wenn ich das hier oben den Deckel abmache, dann kannst du nachher, wenn das jetzt hier reinläuft, macht sich auch ganz gut. Kleines Tierchen, mach mal weg. Dann kann man das hier auch mit